Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den YBPN oder auch Your Beauty Professional Network Adventskalender für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen sehr interessanten Adventskalender bekommen wir für 49,99 oder 49,95 auf verschiedenen Homepages zu kaufen. Ich habe den tatsächlich direkt bei parfümerie.de bestellt. Man bekommt ihn aber auch bei Basler Beauty zum Beispiel. Da habe ich auch den Adventskalender von geöffnet. Kann ich dich hier oben mal verlinken. Der war mega geil. Und der soll Produkte im Warenwert von 130 Euro beinhalten, was sich schon mal so weit so gut anhört. Optisch, ja, ne, ist er jetzt nicht so der Kracher. Also da haben sich die Leute, die diesen, das hier so designt haben, nicht so die allergrößte Mühe gegeben. Aber wir gucken einfach mal zusammen rein und es wird auch in diesem Video wieder eine Verlosung geben, wo ich 5 Produkte aus diesem Adventskalender verlose, die ich euch auch nachher zeigen werde. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Da das ein Kläppchen-Adventskalender ist, werde ich den auch hier jetzt halten und dann mit euch zusammen so gemeinsam öffnen. Und wir starten einfach mal mit der Nummer 1. Und Nee, oh, ich dachte erst, wir würden schön starten mit einer Parfümprobe. Da wäre ich aber schreiend weggelaufen. Nein, wir haben von M2 Beauté eine Black Mascara Nano Mascara. Das ist ja cool. Das finde ich echt cool, ne? Da haben wir eine kleine Mascara mit 1,5 Millilitern drin. Gut, hier hinten steht drauf Sample Not For Sale. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in diesem Adventskalender Luxusprobegrößen haben oder Proben halt in dem Sinne. Finde ich aber ganz cool. Wir sehen hier auch das Bürstchen. Das sieht auch ganz nett aus. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen, was kegelförmig nach vorne zusammenläuft. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Mascaren in Adventskalendern drin gehabt, deswegen werde ich diese hier wahrscheinlich nicht behalten. Nutrition and Natural Growth, das hört sich schon mal sehr interessant an. Das heißt, sie wird auch die Wimpern, Entschuldigung, gleichzeitig pflegen. Das heißt, sie wird dann auch dafür sorgen, dass seine Wimpern gegebenenfalls wachsen. Das kennen wir ja zum Beispiel von der Catrice. Fällt mir gerade nicht an, die graue. Die hat es, glaube ich, auch drin. Oder die mit Rizinusöl. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Catrice sowas ja auch. Keine Hormone, keine Silikone, keine Parabene und keine Tierversuche, sagt die Firma übrigens. Das finde ich ganz nett. Weiter geht's hier unten mit der Nummer 2. Oha, wir haben hier was von Lancaster drin. Lancaster ist eine Marke, die gar nicht mal so super günstig ist, in Anführungsstrichen. Die ist ganz schön hochpreisig. Ich glaube aber, dass ich diesen Primer schon habe, ja. Das ist der Skin Life Shield and Glow Primer 2 in 1 mit Lichtschutzfaktor 30 und hier sind 10 Milliliter enthalten. Und wenn ich jetzt aus dieser Verpackung so einen blauen Pumper raushole, dann habe ich den tatsächlich schon, ja. Genau, den hatte ich letztes Jahr schon, ich glaube, im Douglas Adventskalender oder so war der mit drin. Oder in so einem United Brands Schlag mich tot Gedönsen. Aber auch das dekorative Kosmetik. Das heißt, wir haben hier echt dekorative Kosmetik drin und nicht halt nur so Pflege oder sowas. Ne? Und das finde ich ganz nett, ne? Weil dekorative Kosmetik, ich glaube, da sind wir alle schärfer drauf als auf Pflege, oder? Weil von einem Adventskalender erwartet man sich ja auch irgendwo ein Stück weit, dass man hier einen guten Deal macht, dass man hier hochpreisige Produkte drin hat für einen kleinen Preis, den man selber ausgibt. Und einfach, ne, dass man Gewinn macht, sage ich mal. So, jetzt gucken wir uns die Nummer 3 an und die ist hier oben. Die ist so länglich. Cool ist übrigens, du kannst hier diese Kläppchentürchen einknicken und dann kannst du sie so einfach öffnen. Ja. Von Coris ist das ein Produkt, 40 Milliliter mit Basilikum und Zitrone, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Ein Duschgel, ach guck mal. Ja, ein Duschgel, das ist doch ganz nett, da können wir mit leben, ne? Wir sind hier jetzt bei der Pflege und Basilikum-Duschgel, das riecht so ein bisschen wahrscheinlich nach Naturkosmetik oder so. Riecht nach nichts, ist wahrscheinlich ohne Parfümstoff, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr nach Kräutergarten riecht. Ist aber positiv anzumerken. Hier so ein Aufklappvieh, ne? Das heißt, du wirst den Deckel nicht unter der Dusche verlieren. Das feiere ich schon mal. Zitrone ist nicht ganz so meine Welt, aber Kräutergarten mag ich eigentlich ganz gerne. Genau, frei von Mineralölen, Silikon, Propylen, Glykol, Parabenen und Ethanolamiden. Keine Ahnung. So, die Nummer 4 suchen wir und die befindet sich hier. Oh, ein Parfum. Das könnte was für euren Parfum-Adventskalender sein, den ich packe. Vielleicht muss ich sogar noch ein, zwei mehr machen, weil ich habe letztens unten mal geguckt. Ich
ne, lager ja meine Adventskalenderprodukte in einem separaten Raum. Und ich habe schon ganz schön viel unten stehen, meine Herren. Moskau Mule 5ml Juliette Has a Gun Parfums. Okay, das sagt mir jetzt auch nichts. Aber ich finde es cool, dass wir sowas mit drin haben. 5ml habe ich eben schon vorgelesen. Sagt mir nichts, die Marke. Ne? Scheint so eine Underground-Marke zu sein. Ist auch erfreulicherweise ein Sprayer. Mag ich persönlich lieber als diese Rollerballs oder wenn du halt sowas zum Dippen drin hast. Oh, das riecht aber, ich habe jetzt nicht gesprüht oder so, aber das riecht sehr nach einem Parfum, was meine Mom trägt. Mm, das riecht sehr, sehr angenehm wahrscheinlich, weil ich es mit einer positiven Person verbinde. ja, da weiß ich jetzt nicht, was da drin sein soll. Hier steht aber auch irgendwas von Limone. Also es riecht schon ein bisschen schwerer. Aber halt auch gleichzeitig sportlich. Das riecht sehr angenehm tatsächlich. Vielleicht packe ich das auch für meine Mom mit rein, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sogar ihr Parfum. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was Mamas Parfum ist. Mama, was ist dein Parfum? Weiß ich nicht. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus und die haben wir hier unten. Jetzt bin ich mal etwas vorsichtiger, nicht, dass mir das auch wieder rauspurzelt. Oh, was ist das denn? Ein Bonbon, was zu essen? Wintertime, nein. Winter is the time for home. Oh Gott, das duftet aber ganz intensiv. Das ist nicht zum Essen. Das riecht nicht nach was zu essen. Das ist doch irgendwas für die... Von Accentra kenne ich jetzt so nicht. Die sitzen in Bechhofen. Ja, guck, kenne ich nicht. Was ist das? 30 Gramm. Ein Badefisser. Ja, guck mal, das kannst du dir in die Badewanne packen. Ist auf jeden Fall ein schönes Design. Vorne weihnachtlich drauf. Genau, jetzt fokussiert die Kamera auch mal so mit Tannenbäumchen und mit Rentier. Das ist eigentlich ganz süß gemacht. Ja. Gut, dann gucken wir uns mal Nikolaus an. Nachdem wir schön baden durften und sauber sind, geht's dann weiter. Okay. Was ist das? Kiss Me Tender von YBPN. Smoothly Lip Balm. Okay, das ist ein Lippenbalsam. Ich finde auch einen Lippenbalsam in Adventskalender noch vollkommen legitim, weil du hast ja auch zu Weihnachten hin, zu Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen rauere Lippen, weil es ist kalt draußen und ne, dann kriegt man eher spröde Lippen. Dann macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, das ist von der Eigenmarke. Ist jetzt nicht so das ultimative Nikolaus-Produkt, muss ich gestehen. Kiss Me Tender. Sieht schon mal ganz süß aus, jetzt aus der Verpackung herausgenommen. Ja, und das ist einfach so ein hochdrehbarer Lippenbalsam, der auch so ein bisschen was von einem Lippenstift hat. Ne? Deswegen finde ich das eigentlich ganz nett gemacht. Kann man sich eigentlich nicht beschweren, aber wie gesagt, für Nikolaus finde ich das ein bisschen mau. Die Nummer 7 wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen und gucken, wie es so weitergeht. Die ist hier oben. Oh, wieder von Corris etwas. Das ist Bergamotte und Birne. Eine Body Milk. Okay, 40 Milliliter sind hier enthalten. Ja, auch den Körper sollte man pflegen, ne? Das ist ganz gut. Finde ich nett. Doch. Doch, hier riecht so ein bisschen was raus. Bergamotte. Könnte was für mich sein. Hört sich gut an. So, die Nummer 8 ist jetzt hier. Ich vermisse jetzt wieder so ein bisschen dekorative Kosmetik, aber ich glaube in so einem kleinen Ding. Doch, ein Nagellack. Der Klassiker. In Rot. Und zwar von Alessandro, da hatte ich ja letztes Jahr den Alessandro Adventskalender im Sale ergattern können, verlinke ich dir auch mal hier oben. Ja, dieses Jahr ist er auch schon wieder richtig teuer, aber mal gucken, ob ich den dieses Jahr auch wieder vergünstigt bekomme. Wobei ich nicht mal bei weitem habe ich nicht die Produkte aufgebraucht. Egal, 5 Milliliter habe ich hier drin und das ist die Farbe Red Carpet. Ne, das ist halt so ein klassisches Rot, das gehört auch auf jeden Fall in einen Adventskalender mit rein. Irgendwo gefühlt, ne? Also wir haben hier was Rotes drin, ich bin gespannt, ob wir noch was Goldenes kriegen. Beziehungsweise den Badefisser könnte man als Gold bezeichnen, weil der hat so goldene Schlaufen dran gehabt, ne? Na, okay. So, dann gucken wir uns die Nummer 9 an. Hm. Nagelfliege. Ah, das sind so Mini-Nagelfeilen. Die finde ich ganz praktisch, dass man sich die so auf die Arbeit packt, weil man hat dann sehr klein, aber doch fein so Nagelfeilen hier drin. Deswegen werde ich die wohl mitnehmen zur Arbeit, genau. Und dann kannst du halt immer die einzelnen Nagelfeilen hier abbrechen. Das gab es auch mal von Essence. Das hatte ich auch und hatte das auch auf der Arbeit. Mittlerweile ist es leer, deswegen ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann nehme ich das einfach morgen mal mit. Ne? Heute ist Sonntag, nehme ich morgen mit. Morgen ist Montag. Ergibt Sinn? Ja. Okay, jetzt hatten wir zwei Nagelkläppchen. Jetzt darf auch wieder was Cooles kommen, finde ich, weil Nagelpflege ist so okay. Ne, da akzeptiert man das eine oder andere. Wir haben klassisch eine Nagelfeile, klassisch einen Nagellack. Reicht jetzt auch, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir in den zweistelligen Bereich und das ist hier die Nummer 10. Ah, okay. Das ist quasi was
Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre eine Handcreme. Gott sei Dank nicht. Softly Gel Sunder, das ist Relaxing Shower Gel. Okay, ja, 30 Milliliter sind hier enthalten. Wir hatten eine Bodylotion und jetzt haben wir ein Duschgel. Ich habe davon nämlich die Handcreme in einem anderen Adventskalender drin gehabt. Deswegen habe ich erst gedacht, oh, oh, Leute, übertreibt es nicht. Aber ist okay. Ja, es ist halt parfümiert, ne? Das muss man halt wissen. Jetzt kommen wir zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die ist hier und die ist ganz schön groß. Ei, okay, ja gut. Haartools, gefühlt sind auch Haartools, ne? Das ist auch irgendwie in jedem Adventskalender. Normalerweise haben wir Telefonkabel-Haargummis, jetzt haben wir hier Bobbypins. Solider Style Essentials, ja gut, ne? Ist okay. Das sind halt so einige. Die sind auch individuell einsetzbar. Also ob ich jetzt mit blonden Haaren die verwende oder ob man das als Brünette verwendet, ist eigentlich Jacke wie Hose. Ne? Aber Bobbypins ist jetzt nicht unbedingt das, worüber ich mich persönlich freue in Adventskalendern. Es sei denn, ich habe einen Haar-Adventskalender, den ich auspacke, was ich hier nicht habe. Okay, das war jetzt die Nummer 11. Jetzt kommen wir zur Halbzeit, zu der Nummer 12. Die ist hier, genau in der Mitte. Oh schön, wir haben das von Rituals drin. Und da verzeihe ich auch, dass es eine Handcreme ist. Das ist Ritual of Ayurveda Recovery Hand Balm mit 20 Millilitern für trockene Haut. Den habe ich in groß und ich mag sehr, sehr gerne von Rituals die Handcremes, weil die wirklich pflegend sind. Und das riecht auch gut, ne? Ja, 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 das ist okay. Das ist eine Handcreme, die ich akzeptiere. Jetzt gucken wir uns die nächste Halbzeit an. Also jetzt sind wir bei der Nummer 13. Ja, mal gucken, was die andere Hälfte des Adventskalenders zu bieten hat. Ich vermisse wieder dekorative Kosmetik, Leute. Ne? Da hatten wir jetzt am Anfang ein bisschen was drin, aber jetzt haben wir so eine kleine Durststrecke. Okay, dann, wenn ich du wäre, liebe Nummer 13, dann würde ich auch nicht aufgehen wollen. Und zwar haben wir hier noch eine Nagelfeile drin. Okay, es ist eine Glasnagelfeile, aber Leute, zwei Nagelfeilen in einem Adventskalender ist traurig. Das ist Erbe Manicure Glasnagelfeile. Ja, 14 cm. Ne, da hätten die sich diese Reisenagelfeilen auch sparen können, meiner Meinung nach. Das hätte dann nicht sein müssen. Eine hätte wirklich gereicht. Gucken wir die Nummer 14 an. Okay, wir haben hier noch einen Badefisser drin. Haben wir jetzt die zweite Halbzeit und jetzt werden sich alle Produkte, die wir vorher hatten, doppeln. Das finde ich jetzt ein bisschen... The stars are brightly shining. Die Sterne scheinen hell. Jo, ist so nett. Riecht ziemlich genauso, auch das Badefisser 30 Gramm, auch das von dieser, was auch immer, Firma Vanilla and Mask ist hier die Duftrichtung und das andere Vanilla and Mask. Juti, die Nummer 15 ist groß. Haben wir hier wieder Bobbypins drin? Bitte nicht. Nee, okay, jetzt kommt mal was Neues. In der großen Verpackung kommt ein kleines Produkt und zwar die 8 Hour Cream von Elizabeth Arden. Genau, die ist hier mit drin. Das ist immer in so einem komischen aufklappbaren Vieh drin. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, aber so kommen die Proben von ihr halt nun mal daher. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier so drin sein soll. 5 Milliliter, yay. Aber es ist halt eine Gesichtscreme, ja, ne? Gesichtsreparierend und so. Das ist schon mal ganz nett. Ja, also bislang haben wir jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich sage, Achtung, Achtung, nicht für Kinder oder beziehungsweise nicht für Jugendliche. Bislang ist es schon so, man kann den Adventskalender als erwachsene Frau öffnen, man kann es als Jugendliche öffnen. Das ist mir persönlich auch immer so eine Geschichte, wo ich mich immer frage, wem kann man sowas schenken? Also bislang noch kann man es auch Kindern schenken, also Jugendlichen, also Mädchen. So, Nummer 16, die haben wir hier an der Seite. Hier haben wir was von Marbert drin. Bath and Body Care Classic, eine Körperlotion mit 50 Millilitern. Ja gut, ne? Die andere Körperlotion, die wir vorher hatten, hat man dann wahrscheinlich in den Tagen schon aufgebraucht. Dementsprechend ist es okay, dass man hier dann die nächste drin hat. Und ja, das ist okay. Das ist wirklich okay. Ne? Das ist okay. Sage ich mir das gerade selber oder meine ich das wirklich? Im Prinzip meine ich das wirklich, dass ich das okay finde, aber ich sage es mir auch irgendwie ein Stück weit selber, weil ich noch nicht so ganz geflasht bin von diesem Adventskalender. Nee, noch weiß ich noch nicht so ganz genau, wo die 130 Euro hernehmen. Okay, jetzt gucken wir uns die Nummer 17 an. Sagte sie und erhielt eine Parfümprobe. Schön. Boss Alive Eau de Parfum haben wir hier drin und ja. 1,2 Milliliter sind in diesem
Sachet enthalten. Ja, wir wissen alle, was ich von den Parfümproben in Adventskalendern halte. Nicht unbedingt viel, ne? Auch wenn dieses Parfum ein sehr gut riechendes Parfum ist, wenn ich auch gerne die Boss Parfums mag. Aber Parfümproben in Adventskalendern, wenn man sagt, wir haben einen Parfümproben-Adventskalender und verkaufen den für ein Apfel und ein Ei, ist es okay. Wenn man das aber so, ne? Nee. So, das war die 17, jetzt kommen wir zur 18. Mein nächster Kryptonit, eine Zahnpasta. Okay, von Marvis. Ingwer, Minze, 25 Milliliter. Das ist diese hier. Ich finde, dass Zahnpasten einfach in Adventskalendern nicht viel zu suchen haben. Die Adventskalender-Packer haben sich aber überlegt, dass es total cool ist und eine mega Innovation, wenn man Zahnpasten in den Adventskalender packt. Und wir finden sie auch immer wieder. Ich finde den Geschmack Ingwer und Minze sehr, sehr gruselig. Ich weiß nicht, ob ich mir damit die Zähne putzen will. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich die ausprobieren werde, aber ich weiß auch, dass die Marvis-Zahnpasten sehr gut sein sollen. Ne? Das haben mir sehr, sehr viele schon geschrieben, sagen auch sehr, sehr viele und ich vertraue auch sehr, sehr vielen Menschen. Aber ey, jetzt gehen wir zu 19. Ein Parfum. Aber es sieht mir nach einem kleinen Flakon aus. Ich muss leider den Adventskalender etwas zerstören, weil ich dieses Produkt hier nicht rausbekomme. Das ist Lalique Le Parfum. Lalique sagt mir auch nichts. 4,5 Milliliter sind hier drin und das ist in diesem Schächtelchen. Schächtelchen finde ich schon mal nett. Übrigens habe ich eben vergessen zu sagen, dass wir uns in der Weihnachtswoche befinden. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, darüber wird sich doch safe jemand von euch freuen, wenn ich den Parfum-Adventskalender verlose. Ist das schön. Es riecht hier so, ich mache es jetzt ja nicht auf, ne? Aber es riecht sehr fruchtig. Aber auch ein bisschen, ich weiß nicht. Sehr weiblich auch wiederum, ne? Also es ist nichts Süßes oder so. Das ist eher was etwas Schwereres, etwas Weiblicheres. Ich blende euch dann ja auch immer die Duftnuancen ein, wenn ich an diesen Parfums rieche, weil ich das ja nicht wirklich jetzt sprühe oder sowas und das gar nicht so hundertprozentig identifizieren kann. Hört sich aber sehr, sehr interessant an. Und 4,5 Milliliter finde ich auch okay. Gerade in so einem kleinen Sammelflakon. Jetzt kommen wir in den 20er-Bereich und öffnen zusammen die Nummer 20. Die ist hier an der Seite. Was ist das? Das ist echt eine Überraschung jeden Tag aufs Neue. Oh Gott. Und zwar ist das 50 Gramm von einer Schafmilchseife mit dem Duft nach Apfel und Zimt. Ja, riecht weihnachtlich, riecht nach Bratapfel. Sehr, sehr angenehm tatsächlich. Kann ich mir vorstellen, das Weihnachten in die Seifenschale zu geben. Und wie man sieht, ich bin oben halt mit dem Fingernagel reingeditscht. Das ist ein bisschen uncool. Ne? War ein bisschen sehr gut drin befestigt. Und das ist von Accentra. Wieder, oder Accentra. Dann gehen wir jetzt hier mal zu der Nummer 21. Ach süß. Schön eingeklebt haben wir hier etwas Schmuck drin. Das ist schon wieder süß. Komm, das mit Sternchen, wie süß. Das sieht wirklich schön aus. Da weiß ich aber nicht, ob eine erwachsene Frau das tragen würde. Top Team München, sagt mir nichts. Und das ist ein Armband. Das schaut so aus. Ich weiß nicht. Also ich bin ja erwachsen. Das sind roségoldene Sternchen. Das sind so gräulich, grünlich irgendwie diese Viecher. Es wird mir zu klein sein. Nee, es passt mir tatsächlich. So schaut das am Arm aus. Ja, ist okay. Und ist für diesen Adventskalender auch einfach mal was anderes, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Deswegen finde ich dieses Armband in diesem Adventskalender cool. Jetzt kommen wir zur zweiten und letzten Schnapszahl, die Nummer 22, die ist hier oben. Eben noch gelobt und jetzt haben wir sie hier. Das sind Invisibubbles. Ja, shit happens, ne? Bye Bye Kings, The Traceless Hair Ring. Ja, das sind einfach mal drei Invisibubbles in rosa mit Silber. Ist es süß. Ja, komm. Und, ne, ich mag Invisibubbles, aber ich habe ein paar zu viele Adventskalender geöffnet, als dass ich sie noch feiern würde, wenn ich sie drin habe, um das ehrlich zu sagen. Die Nummer 23, das ist der Tag vor Heiligabend. Schön. Also jetzt haben wir es wieder, ne, jetzt haben wir wieder einen Lauf. Wir haben
keine Parfümproben, wie man sie halt für, ne, mit 1,2 Millilitern, die man so geschenkt kriegt, sondern es sind halt wirklich kleine Flakons. Und das ist Roberto Cavalli Paradiso, glaube ich, stand da gerade drauf. Ja, 5 Milliliter finde ich auch schön. Und das ist halt, ne, ich persönlich sammle nicht so Flakons, aber es gibt viele Leute, die diese Parfums sammeln. Und deswegen finde ich das gut, wenn man in Adventskalendern sowas finden kann und so seine Sammlung erweitert. Ich rieche jetzt hier nichts raus, deswegen kann ich euch leider nicht sagen, wonach das duftet, und öffnen möchte ich es halt auch irgendwie nicht, weil ich es ja weiter verschenke. Das ist dann eigentlich immer schwierig, ne? Gerade bei den Dingern, die man, du öffnest das halt und hast es dann direkt so. Das ist ein bisschen schade, aber ist, glaube ich, hochpreisig, ist, glaube ich, sehr beliebt. Also dementsprechend ist es cool, dass es drin ist, oder? Paradiesisch duftend gehen wir dann nun zu Heiligabend über und haben hier die Nummer 24. Das finde ich cool. Wir haben hier einfach mal dieses Dreier-Barbour-Ampullen-Set drin, was wir natürlich jetzt ehrlich gesagt in vielen Adventskalendern drin haben. Aber es kostet ungefähr 15 Euro, wenn man die einzeln kaufen würde, weil dieses Dreier-Set ist wirklich Adventskalender-exclusive. Also ich habe das noch nie irgendwo in einem Online-Shop gesehen, dass man sich das so kaufen kann. Das ist halt wirklich nur für die Adventskalender zum Befüllen gedacht. Und ich finde es cool, dass es in der 24 drin ist. Das ist ein perfektes Produkt für die 24. Ich weiß, dass Adventskalender, die 180 Euro kosten, das hier ebenfalls enthalten. Also deswegen Hut ab vor diesem YBPN, mega merkwürdig aussprechbaren Namen, Adventskalender in der 24, diese Ampullen drin haben, oder? Finde ich mega geil. Doch, und da haben wir halt die drei Ampullen drin. Das ist einmal für Widerstandskraft und Ausstrahlung, einmal für Ausstrahlung und Feuchtigkeit und einmal für sofortige Glätte. Also, ne, damit haben wir halt wirklich das 24. Produkt hier drin. Und ich muss wirklich sagen, unterm Strich wird sich dieser Adventskalender wirklich lohnen. Und er ist auch abwechslungsreich. Also, ich beschwere mich da tatsächlich irgendwie doch nicht. Also wir hatten unsere Höhen, wir hatten unsere Tiefen, wir haben uns erstmal so ein bisschen annähern müssen, hatten auch einen kleinen Tiefpunkt, wir zwei, ne, der Adventskalender und ich, aber unterm Strich, das hat sich gereimt, war der gut. Also nicht schlecht, Herr Specht. 5 Produkte habe ich rausgesucht, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. Das wäre einmal hier von Corris die Body Milk, dann von Corris das Duschgel. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut zusammen, wenn ich das zusammen verlose. Der Lippenpflegestift von YBPN. Dann einen von den beiden Badefissern. Und dann habe ich als letztes Produkt von Alessandro den roten Nagellack. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht wie immer unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ihr Lieben, und das war's jetzt von diesem Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!